So, Folge 10, Teil 2 von Inside Politics, diesmal mit Matthias Strolz. Hallo. Zweiter Versuch, muss man jetzt dazu sagen. Okay, ich bin bereit. Auch bei mir ist alles transparent. Wie geht es dir nach 9 Monaten? Es geht uns gut. Wir freuen uns jetzt ein bisschen auf ein Durchschnaufen, oder wie heißt das auf Hochdeutsch? Durchatmen. Durchatmen, schön sprechen, durchatmen im Sommer. Es ist schon eine Kraftanstrengung, also es sind einfach sehr dichte Wochen für uns, für alle von uns. Also die 40-Stunden-Woche, die gibt es wahrscheinlich nicht bei unseren Mitarbeitern und schon gar nicht bei den Abgeordneten. Sondern wir packen an, wir haben sehr viel zum Lernen gehabt, wir machen vieles zum ersten Mal. Da brauchst du viel Energie dabei und ich habe das Gefühl, wir haben das bisher gut gemacht. Mhm. Kommen jetzt aber auch in eine andere Phase der Organisation, also wir sind jetzt nicht mehr nur die Neuen, sondern jetzt müssen die Inhalte in den Vordergrund. Das ist nicht immer einfach, unsere Inhalte in den Medien durchzubringen. Das interessiert kein Mensch. Ne? Also würde ich irgendwie die Yoga-Figur des Monats präsentieren in einer Pressekonferenz, dann kommen alle außer sie rein. Aber wenn ich sage, zum Beispiel Nico Alm präsentiert das zweite Unternehmerpaket oder wir präsentieren unseren Antritt zur Wirtschaftskammerwahl, dann kommt fast niemand. Also Inhalte interessieren leider weniger, haben, tun wir sie. Es sind halt eher die Stichworte. Ja, es interessiert Personality, also wie geht es den Personen. Es interessieren natürlich kleine vermeintliche Skandälchen hier oder dort, Ausrutscher. Die Kleiderordnung hat interessiert, was auch immer. Ja? Das habe ich mitbekommen. Ja. Das bringt mich zu einem Punkt. Der ORF hat eine, ich will mal sagen, Entschuldigungskampagne gefahren in den ersten 6 Wochen, weil so oft wie du im Fernsehen warst, war fast kein zweiter Politiker im Fernsehen. Mhm. Nimmst du das jetzt dem ORF ein bisschen weniger Grund, dass er dich nicht gezeigt hat? Oder bist du der Meinung, dass nach wie vor die Kleinparteien schlechter behandelt werden und dass das unbedingt, obwohl ihr da mit den beiden Beschwerden abgeblitzt seid, geregelt werden sollte? Ach, ich kann mich über den ORF nicht beschweren. Also vor der Wahl, das war was anderes. Hier sind wir den Beschwerdeweg gegangen. Da sind wir auch noch weiter drauf, das juristisch zu verfolgen. Wenn wir sagen, wir wünschen uns, dass neue Bewegungen auch eine Chance haben. Wir haben es geschafft, aber es werden uns nach uns andere kommen, die sollen auch bessere Chancen haben wie wir. Der ORF ist halt so, wie er ist. Ja, natürlich nehmen Rot und Schwarz viel, viel mehr Platz ein. Jetzt kann man argumentieren, die haben noch mehr als 5%. Also es findet sich für alles ein Argument. Ich würde mir wünschen, dass wir mit unseren Inhalten ab und zu besser durchkommen. Aber natürlich muss ich auch den ORF verstehen. Wir sind keine Regierungspartei, das heißt, wir können uns was wünschen. Auch inhaltlich, das wird die Republik zu diesem Zeitpunkt noch nicht erschüttern, weil wir können es noch nicht umsetzen, aber wir können die Themenlandschaft mitbestimmen. Durch die Blume höre ich schon ein bisschen die Kritik sozusagen heraus, ist jetzt keine Regierungsmannschaft, das heißt die Regierung kontrolliert ein bisschen die Inhalte des ORFs, oder? Nein, ich glaube natürlich, dass die Regierungsparteien sind auch interessanter für die Medien. Warum? Weil wenn die sagen so, und jetzt machen wir eine Angleichung des Frauenpensionsalters, dann wäre das ein Megathema über Wochen und Monate wahrscheinlich. Wenn das NEOS sagt, dann wird es nicht einmal mehr abgedruckt, weil wir haben auch nicht die Mehrheit im Parlament im Moment. Das heißt, die Ideen kommen nicht unmittelbar in Umsetzung, die wir präsentieren. Deswegen muss ich dem ORF zugestehen und anderen Medien, ja, es ist nicht ganz so relevant, muss man ganz einfach auch sagen, wenn eine 5%-Partei was sagt, als wie wenn eine 20%-Partei was sagt. Deswegen arbeiten wir ja daran, dass wir die 20%-Partei werden. Also das ist nach wie vor der Ziel. Naja, 20% ist so hochgegriffen, also da muss man schon bescheiden sein. Wir möchten Schritt für Schritt... Du hast mal gesagt, das ist eher euch als 5%-Partei und dir ist das klar. Also das würde ich gerne sehen, das Interview. Das wirst du nochmal nachgeschaut. Ob es wahrscheinlich ist oder wie auch immer. Also ich glaube, es ist schwierig, da in Richtung einer breiten Bevölkerung zu kommen, einfach weil da gibt es viele, die auch kein Interesse haben an unseren Reformen, muss man auch sagen. Ja, da gibt es viele, die haben das Gefühl, naja, wenn Neos was zu sagen hätte, dann ist es für mich nicht mehr ganz so gemütlich in den Privilegien, in denen ich mich eingerichtet habe. Da merkt man schon viel Gegenwind auch, mehr als früher. Aber ich glaube, wir können kontinuierlich wachsen. Wir sind jetzt von 5 auf 8 gekommen bei den Europawahlen und lassen wir uns den Weg weitergehen. Die Richtung stimmt. Ja. Und glaubst du auch, dass sozusagen der österreichische Mauerfall kurz bevorsteht? Eine Mauerfalle sind ein paar Löcher in dieser Mauer. Ja, und ich meine, wir müssen sehen,
1975 haben SPÖ, ÖVP miteinander 93,3% gehabt. Und heute haben sie in Umfragen nicht einmal mehr 50. Das heißt, die haben irgendwo in diesen 40 Jahren, naja, über 40% der Bevölkerung verloren. Und das ist eine Tangente, die geht so runter. Natürlich zickzack, zickzack, aber es ist ein 4-Jahrzehnte-Trend. Also abgesandelt. Na, die sind, die sterben einen langen Tod, das Stück weit, muss man so sagen. Also sicherlich werden wir in den Geschichtsbüchern 20, 30 lesen, ja, die politische Landschaft in Österreich hat sich in den Jahren 2013 bis 2023 massiv umgebaut. Also das Alte liegt im Sterben, das spüren wir ja, das Neue ist auch nicht ganz da. Neos ist ein Teil dieses Neuen, aber eines ist auch klar, wir alleine werden dieses Vakuum nicht füllen können. Ja? Das hast du bei der Präsentation von deinem Buch, leider ist mir jetzt gerade der Titel entfallen, auch schon mal gesagt, das Alte liegt im Sterben, das Neue ist noch nicht ganz da. Warst du dir eigentlich damals schon sicher, dass bald einmal eine Partei, die du anführst, aktiv mitmischt? Oder? Na, war mir nicht sicher. Also wenn ich heute das Buch lese, dann verstehe ich, dass ich selbst ein Drehbuch geschrieben habe für eine Parteigründung. Aber wahrscheinlich war ich damals noch nicht so weit, mir das selbst zuzugestehen. Ich habe das Gefühl gehabt, ich will mich sortieren. Da beschäftigt mich was und ich muss das irgendwo zwischen zwei Buchdeckeln strukturieren, damit ich für mich meinen Seelenfrieden finde, was auch immer. Aber es war ein ganz wichtiger Vorbereitungsschritt für die Parteigründung. Ist mir heute klar. Und was ist sozusagen jetzt der Unterschied, weil du kommst ja aus der Privatwirtschaft, du hast das als politischer Beobachter, Autor ein bisschen näher betrachtet, das Ganze. Was ist jetzt der Unterschied zum Politiker Matthias Strolz im Gegensatz zum Autor Matthias Strolz? Naja, ich habe ab und zu das Bild verwendet und das finde ich nach wie vor sehr stimmig. Ich bin ein Gärtner des Lebens, also ich kultiviere soziale Felder. Und ich habe schon das Gefühl, dass ich ganz was Ähnliches mache. Als Unternehmer, als Buchautor, als Politiker. Ich kultiviere soziale Felder. Ich baue Landebahnen für die Zukunft. Ja. Ich bin ein unternehmerischer Mensch. Ich bin tätig entlang der Dinge, die mich interessieren, mich beschäftigen. Ich folge dem Ruf meines Herzens. Ich arbeite mehr am Abend. Das ist ein Riesenunterschied. Das ist eine Zumutung für die Familie. Auch für mich. Hart. Die Wochenenden sind da auch heftig angeknabbert, also heute ist Samstag. Ja. Das ist auch schwierig zum Organisieren, aber dafür, da muss ich noch besser werden. Aber diese Woche zum Beispiel sind wir am Dienstag wandern gegangen, am Semmering mit der Familie, weil ich gesagt habe, okay, wenn zwei Wochenenden hintereinander, das Wochenende wirklich mehr als angeknabbert ist, dann müssen wir unter der Woche auch Flächen finden, wo wir uns als Familie haben und leben. Also ich muss mich was ein Stück weit neu organisieren. Geht, weil deine Kinder nur teilweise nicht im Schulalter sind. Ja, aber wobei jetzt haben wir schon Sommerferien gehabt, die Wochen. Wir waren bei der Familie. Die Familie muss sich umstellen, hast du gesagt. Ja. Oder auch nicht manchmal. Ja, schon. Ja. Also es ist für dich eine große Umstellung jetzt auch gewesen von der familiären Seite her. Wo glaubst du, musst du selber Akzente setzen, dass du nicht ganz von deiner Familie durch die politische Arbeit entfernst? Zeit. Wir müssen Zeit miteinander verbringen. Da ist meine Frau sehr hilfreich, weil wir entfremden sehr schnell. Also wenn wir uns ein paar Tage nicht haben, dann merke ich, dass wir uns wieder finden müssen. Und deswegen versuchen wir das möglichst selten zu haben, dass wir uns ein paar Tage komplett nicht haben, auch als Familie. Ich habe die Kinder in der Früh immer mit, bringe sie mit in den Kindergarten oder bringe sie in den Kindergarten. Ich bin der Experte fürs Zähneputzen, also wir haben da Arbeitsteilungen. Und das heißt, das läuft ganz gut, man muss es aber sich organisieren. Aber das betrifft jede junge Familie, glaube ich. Ja, das ist ganz viel Organisationsaufgabe, wenn du so drei Kinder hast. Das geht schon einig. Und dann merke ich, dass es für mich wichtig ist, dass ich auch Zeit mir nehme für mich selbst. Also ich werde nach einigen Jahren aussetzen, jetzt wieder fasten gehen zum Beispiel. Das habe ich gebucht. Im Herbst gehe ich ins Waldviertel, eine Woche. Also aber nicht im Wienerwald. Nicht im Wienerwald, aber ich nehme mich mal raus. Ja? Also Informationsfasten und überhaupt. Ne? Der Laptop wird nicht aufgemacht und das Handy abdraht und mal loslassen. Okay. Leer werden auch ein bisschen. Ja?
glaube nicht, dass dann die Stadtsicherheit mal kurz vorbeischaut und fragt, wie es da geht. Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. So interessant bin ich nicht für dich. Weiß man nicht, aber... Weiß man nicht, ja. In den letzten Monaten, du hast auch ein bisschen vorher darüber gesprochen, übrigens, dieser Applaus ist jetzt nicht für mich, das ist auch nicht für Matthias. Nein, nicht für uns. Das ist eine EOS Mitgliederversammlung hier in Graz. Richtig. Das war sozusagen ein bisschen Eigenwerbung. Mir ist vollkommen, du hast dich in den letzten Monaten ein bisschen von den Medien treiben lassen. Mhm. Was mir aufgefallen ist, da war die Frage, du hast dich lange Zeit, ich will nicht sagen darum gedrückt, aber du hast gesagt, du möchtest nicht als liberal genannt werden, weil du mit Begriffen des 19. Jahrhunderts in der aktuellen politischen Umgebung nicht mehr allzu viel anfangen kannst. Dann war die Zusammenlegung mit dem Liberalen Forum und plötzlich galtet ihr als die liberale Partei. Dann hat es den Fall Nico Alm, jetzt haben wir bei dem Religionsthema gegeben, was geheißen hat, du hättest auf Zuruf des CV reagiert. Ich glaube, du hast aber kein Kappel zu Hause oder Band, oder? Nein, ich bin nicht fraktioniert. Das war, so funktioniert halt offensichtlich die mediale Öffentlichkeit. Ne? Die Angelika Minder geht nach Brüssel, Sepp Schellhahn kommt herein und ich gebe die Sprecherfunktion ab im Bereich Industrie und Wirtschaft. Wirtschaft ist ganz ein zentraler Bereich für uns. Das heißt, ich habe die Hände ein Stück weit frei. Also es ist nur logisch, dass ich eine Position neu annehme. Da ich Clubobmann bin, habe ich gesagt, ich will nichts, was jetzt ausufernd breit ist als Thema. Ich bin als Bildungssprecher schon relativ gut bedient. Und dann haben wir vereinbart, dass ich das Religionsthema nehme. Andere Fraktionen haben nicht einmal einen Religionssprecher. Das ist no big deal. Ja? Und die haben das aufblasen Ende nie. Und ich habe das mit dem Nico Alm besprochen gehabt. Wir haben gemeinsam klare Sicht. Wir sind da nicht, da gibt es keine inhaltlichen Querellen oder sonst irgendwas. NEOS steht für eine Trennung von Kirche und Staat. Und Religion ist Privatsache. Und dass der Nico Alm was anderes glaubt als ich, das ist wunderbar. Das hat innerhalb von NEOS gut und gerne Platz. Ja? Also ich stehe auf dem Nico Alm, er ist ein großartiger Abgeordneter und ist ein großartiger Unternehmer und ein großartiger Kämpfer für die Ein-Personen-Unternehmen, für Startups in Österreich etc. Und der Rest ist halt aufblasen worden. Ja, vielleicht war ich selber ungeschickt. Okay, ich hab auch Fragen geantwortet. Ne? Vielleicht sollte man sich das abgewöhnen als Politiker. Lassen wir das Thema. Das ist ja viel zu viel Energie schon drauf gewesen. Ich wollte gerade sagen, das, lass dich bitte nicht von mir zu etwas treiben. Nein, passt schon. Ja. Ich hab immer geantwortet. Ne? Wir wollen ja ehrlich sein. Ist richtig, ja. Wie siehst du jetzt eigentlich jetzt kurz vor dem Ende der Saison deine Arbeit im Parlament und eure Leistung allgemein? Ich finde sie gut. Ja, ich glaube, wir sind angekommen. Wir sind ein klarer Faktor in der politischen Landschaft. Das hat seit den 80er Jahren mit der Grünpartei keine Bewegung mehr geschafft. Und damit sind wir die Zweite in der Zweiten Republik, die das wirklich schafft, sich zu etablieren. Wir schaffen es in großer Geschwindigkeit, ich glaube auch in großer Qualität, dass da an jedem Eck Wachstumsschmerzen unterwegs sind, das ist ja völlig klar. Ja, also das ist ja, ich war gerade gestern in der Schweiz, habe mich unterhalten mit den Leuten von den Freisinnigen Demokraten, mit Abgeordneten und von den Grünliberalen. Mhm. Und die Grünliberalen sind jetzt seit 10 Jahren dort etabliert und gelten immer noch als die Neuen. Ja? Und die haben das auch beschrieben und wir kennen das von der Grünpartei. Also von 1983 bis 1993 waren die meisten Schlagzeilen, die Grünen streiten oder so irgendwie. Ja? Das kann ich mich schwach erinnern in meinen Jugendjahren. Das alles hat es bei uns nicht gegeben. Wir haben integriert, zwei Parteien fusioniert, dass manche Prozesse schärfer und besser laufen müssen. Das ist völlig klar, dass wir manches noch lernen müssen, ist völlig klar. Und unterstrich finde ich sensationell. Das Format hat gerade die Frau Meinl-Reisinger ausgezeichnet zur fleißigsten Abgeordneten. Die Zeitung Österreich hat als den fleißigsten Redner den Rainer Hable nachgewiesen. Das heißt, wir sind da auch durchaus dekoriert, ja, mit einem Leistungsnachweis. So, wir haben gezeigt, wir können es. Ja, und jetzt müssen wir noch besser werden. Ja. Journalistische Leistungsnachweise, schön und gut, aber ich glaube, das kann nicht alles sein. Ja. Nein, kann nicht alles sein, aber das zeigt, dass wir das Handwerkszeug beherrschen.
Das ist ja nicht selbstverständlich. Es gibt über 900 Parteien, die sich in Österreich registriert haben. Und wo sind sie, die 900 Parteien? Die sind die meisten an sich selbst gescheitert und sind auch die meisten nicht zum Brauchen, behaupte ich. Und wir sind heute über 10.000 Menschen. Wir haben heute trotz Urlaubsanbruch in allen Bundesländern über 270 Leute da bei der Mitgliederversammlung in Graz, die sich ein halbes Wochenende wieder Zeit nehmen. Wir haben über 125 Themengruppen laufen, die inhaltliche Arbeit machen. Das gibt es in keiner anderen Partei in Österreich. Also wir sind die inhaltsgetriebensten die Leute in der Politik überhaupt. Ja, also wir haben ganz viele, auch qualitätsvolle Inhalte zu bieten. Das schafft man noch nicht gut genug, das zu kommunizieren. Aber die Dinge sind unterwegs. Also wir haben in jedem Bundesland jetzt die Parteien zusammengelegt, NEOS und LIV. Überall sind neue Vorstände gewählt. Wir gehen jetzt in 5 Landtagswahlen. Also wir entwickeln uns gut und es ist hundeanstrengend. Jeden Tag, weil es voller Überraschungen ist. Ja? Immer wieder. Ich habe im Teil 1 von dem Interview mit dem Christoph Warwick gesprochen und du sprichst auch von den Bundesländern. Ja. Ihr habt die Struktur dort sehr ehrenamtlich gestaltet. Mhm. Wollt ihr das langfristig beibehalten oder wird es auch so wie in ähnlichen Parteien so sein, also in anderen Parteien so sein, dass ihr auch bezahlte Stellen habt? Ja, sicherlich wird es so sein. Das ist eine Frage des Geldes. Also wir sind in den Bundesländern ausschließlich spendenfinanziert. Wir dürfen ja auch die Gelder, die wir im Bund bekommen für Parteienfinanzierung, gar nicht verwenden für die Bundesländer. Und damit sind wir stark auch begrenzt in den Möglichkeiten, hier fixe Angestellte mit ins Feld zu schicken. In dem Moment, wo wir in Landtagen sind oder wie in Salzburg jetzt in der Stadtregierung, haben wir natürlich erstens die Notwendigkeit, zweitens die Ressourcen, auch hier die Strukturen auch zu stärken mit Hauptamtlichen. Das sind wir in der Pflicht, natürlich müssen wir das machen. Und trotzdem werden wir im Kern immer hoffentlich bleiben eine Bürger-Bürgerinnen-Bewegung. Wir sind eine Tochter der Zivilgesellschaft. Wir kommen mitten aus dem Volk. Wir haben gerade vorher eine Aufstellung gemacht, wo man also eine Differenzübung, um schön zu sprechen, sonst sagen manche wieder, ihr seid ja Esoteriker. Nein, das sind moderne Instrumente der Sozialtechnologie oder der Organisationsentwicklung. Und wir haben 280 Leute sich zuordnen lassen. Bist du neu in der Politik? Warst du früher schon engagiert? Und ich würde sagen, ungefähr die Hälfte war früher schon mal engagiert. Also von der ÖH über irgendwelche Gemeindepolitik bis hin zu einem Ex-Minister, der da war. Und den die Hälfte des Saales ja. War bekennend dazu, dass sie völlig neu sich jetzt in ein Engagement begeben. Also die waren noch nicht in der Politik. Das ist, wir sind Bürgerbewegung. Wir können das auch beweisen. Und wer will, kann sich das anschauen. Unsere Parteitage sind offen. Unsere Konvente. Richtig, und auch ja, euer System mit der Kandidatenreihung, respektive mit der Kandidatenwahl. Und da habe ich zwei Fragen dazu. Kandidatenauslese. Also Katrin Nachbar hat ein schwieriges Kapitel aufgerissen beim Team Stronach und hat dann auch von den bunten Vögeln gesprochen. Mhm. Wie wollt ihr in Zukunft, ihr habt das Führungssystem, ja, wie wollt ihr sozusagen in Zukunft parteiinterne Streits, große Debatten, Schwierigkeiten mit Kandidaten vermeiden? Ja, so wie bisher. Das ist uns ja sehr gut gelungen. Indem wir viel inhaltlich arbeiten gemeinsam, also uns zusammenstreiten, im besten Sinne des Wortes. Im Mittelpunkt stehen unsere 5 Kernwerte. Denen sind alle verpflichtet. Wenn jemand sagt, mir ist Eigenverantwortung nicht wichtig, mir ist Freiheitsliebe nicht wichtig, mir ist Nachhaltigkeit nicht wichtig, dann ist er falsch da, wenn er ist. Dann ist es eine Verwechslung. Ja? Das sind unsere Kernwerte. Von denen leiten wir unsere inhaltlichen Positionen ab. Das ist das Fundament, auf dem wir NEOS bauen. Und das eint uns auch. Und wir sind eine wertebasierte, moderne Organisation. Sehr offen. Ja? Also eine Form von Partei, die es in dieser Ausprägung in Österreich noch nicht gegeben hat. Das kann man sagen. Ja, das ist eine Qualität. Und die müssen wir aber auch halten. Da sind wir tagtäglich in der Pflicht. Und wie gehst du dann um? Ihr habt ja einen Fall von Stimmmanipulation gehabt, anscheinend. Ja. 45 Stimmen sind bei der letzten EU-Wahl manipuliert worden. Und ihr habt auch gesprochen, ihr werdet das System vorübergehend ausschalten. Und für die Landtagswahlen müsst ihr euch was überlegen, vor allem weil ihr ja nur die Leute zur Landtagswahl zulassen wollt, die auch in dem Land wahlberechtigt sind.
Wie wollt ihr damit umgehen? Na, wir gehen damit um, so wie wir es gemacht haben. Wir haben sofort eine Untersuchungskommission eingesetzt. Wir sind sofort in die Öffentlichkeit gegangen und haben gesagt, Achtung, da gibt es, und das haben wir jetzt auch recherchiert, 40 Fälle von Manipulation, also von Fake-Identitäten, die angelegt wurden, von über 1800, die gewählt haben. Das heißt, im Ergebnis hat es nichts geändert. Da haben wir alle Szenarien durchgespielt. Im Ergebnis hat es nichts geändert. Aber wir sind eine Bürgerbewegung mit einer liberalen Grundhaltung, mit einem ganzheitlichen Anspruch und wir haben auch versprochen, transparent zu sein. Und da müssen wir auch solche Fehler oder wie immer man das nennt, Pannen offenlegen und sagen, da müssen wir besser werden. Aber wozu wir stehen, wir werden unsere Kandidatenlisten nicht in verrauchten Hinterzimmern erstellen, entlang von obskuren Formeln, also Nähe und Bekanntheitsgrad des Landesparteichefs mit Bündezugehörigkeit multipliziert mit Flaschen drin und da ist der Listenplatz. Ja. Das machen wir nicht so, sondern bei uns machen wir das transparent. Das werden wir beibehalten. Die technischen Löcher, die wir haben, also in dem Fall wurde mit Wertkarten, Handys und Fake-Identitäten gewählt, die müssen wir stopfen. Da gibt es eine Arbeitsgruppe, die hat einen Zwischenbericht geliefert und im September werden wir hier ein neues Prozedere beschließen in Vorarlberg. Habt ihr mit den Piraten sicher jetzt aber schon gesprochen? Das haben wir öfter diskutiert mit den Piraten, weil die Piraten ja sagen, ja, keine Vorwahl ist sicher. Ja. Und webbasiert ist nicht sicher. Das stimmt. Es ist, jede Vorwahl ist mit einem gewissen Maß an Unsicherheit verbunden. Uns ist aber Partizipation so wichtig. Jetzt müssen wir abwägen, wie viel Risiko können wir eingehen, um dieses Ideal breiter Einbindung zu halten. Und da haben wir halt ein bisschen zu stark an das gute Menschen geglaubt, offensichtlich. Ne? Dass da irgendwie zwei seltsame Typen das in dieser Form ausnutzen, das ist uns eine Lehre. Hätte ich nicht für möglich gehalten, weil wir natürlich durch Algorithmen auch prüfen, dieses und jenes. Aber die haben das sehr ausgeklügelt gemacht, mit verschiedenen Zahlungsmitteln, mit verschiedenen Wertkarten. Sie haben mir das ausgerechnet, da muss mindestens 1.000 oder 1.200 Euro dahinter gesteckt haben. Die haben da Geld investiert, offensichtlich auch, ja. Also, damit war nicht zu rechnen. Aber such is life. Ja. Ab und zu wirst du überrascht und dann musst du halt die Konsequenzen ziehen. Und wir haben den Vorteil als NEOS, wir haben eine steile Lernkurve. Also wir machen Fehler, idealerweise dieselben nur einmal. Das ist richtig. Letzte Frage. Wie viele wissen, ich spiele Unterwasser-Rugby. Das ist eine Ballsportart unter Wasser, wo du, ich halte das nur mal sicher, so einen Raum, wo du in einen Stahlkorb einen Ball hineindrücken kannst. Okay. Das Besondere ist, dass meistens der Tormann entweder drauf liegt oder drauf sitzt. Wie geht es denn in der Politik? Geht da hin und wieder auch die Luft aus? Ja, das geht ab und zu aus. Und dann legen wir auf die Couch daheim. Oder geht joggen im Wald. Oder stehe mir unter die Dusche und lass den Tag vorbeirasseln. Ja, ab und zu habe ich einfach das Gefühl, ich muss mich jetzt reinwaschen von diesem übergriffigen Metier. Ich liebe Politik und das ist mein Traumjob und gleichzeitig ist natürlich auch immer wieder eine Zumutung, wo ich das Gefühl habe, das ist so ein übergriffiger Job. Ne? Du wirst so von Reizüberflutung abgegriffen, dass ich am Abend das Gefühl habe, jetzt muss ich das wegduschen. Und dann geht es mir wieder gut. Das klingt gut. Das klingt sehr gut. Danke. Das war Matthias Strolz. Trotz technischer Schwierigkeiten, ich sage herzlichen Dank. Alles gut. Schönen Sommer wünsche ich. Ja. Auch euch. Wir werden auch kurz in die Sommerpause gehen, aber nicht allzu lang, weil ich habe noch 3 Folgen für heuer. Nein, alles Gute dir.